Schönen guten Morgen heute Morgen. So, das Ganze ist ein bisschen improvisiert. Ich sitze hier nämlich in meinem kleinen Arbeitszimmer, was nicht allzu aufgeräumt ist, aber das ist auch egal, darum geht es ja gar nicht. Spontan wie ich bin, muss ich mich jetzt erstmal auskotzen. Und zwar, ja, habt ihr gerade gesehen, auf einer unserer Grubenbefahrungen haben wir diesen Müllberg entdeckt. Ich denke mal, das war eine Overnight oder was weiß ich nicht. Aber ey, mal ernsthaft jetzt, das ist doch nicht normal, oder? Ist das in irgendeiner Art und Weise normal? Ich glaube nicht, dass das normal ist. Wie kann man in die Unterwelt, ich sag's mal so, steigen, solche Befahrungen machen und so ein Chaos hinterlassen? Gibt's da irgendeinen Grund für? Ich meine, Andy und ich machen diese Grubenbefahrungen jetzt noch nicht so lange. Wir haben auch noch nicht so viele Gruben hinter uns. Bergwerke, Altbergbau, aber wir haben fantastische Locations schon aufsuchen dürfen, was uns aber aufgefallen ist, die auch noch nicht mal viele Leute kennen, ja, oder wo auch nicht viele Leute reingehen, ja. Aber was uns aufgefallen ist, ist ganz einfach, dann steht da mal ein Bierchen rum, also eine Bierflasche, da wird eine Dose einfach weggeschmissen, dann liegt da irgendein Scheiß oder hier irgendein Scheiß und, und. Ich meine, Leute, ernsthaft jetzt, da unten haben Menschen geschuftet über Jahrzehnte, das ist von Menschenhand geschaffen. In manchen Bereichen, ja, das wissen wir alle, sind die sogenannten Uferlagerungen gewesen, wo Menschen gestorben sind, wo Menschen wirklich unter schlimmsten Bedingungen die tägliche Arbeit verrichten mussten. Ey, da gehe ich mit Demut und Respekt rein und hinterlasse nicht noch so einen riesen Müllberg, so nach dem Motto, nach mir die Sinnflut, ist mir alles scheißegal. Ganz ehrlich, ich finde das assig, richtig assig. Das ist also wirklich, ihr seid riesen Arschlöcher, muss ich jetzt einfach mal sagen. Und es gibt keinen Grund, überhaupt keinen Grund, so eine Scheiße da liegen zu lassen. Ja, dann packe ich das in meinen verkackten Rucksack rein und nehme es wieder mit raus. Fertig, Schlusspunkt, aus. Ja, hat sich gerade gereimt. Nehme es wieder mit raus, fertig, Schlusspunkt, aus. Nein, jetzt Scherz beiseite, dann nehme ich das wieder mit. Ja, was stimmt in euren Köpfen nicht? Seid ihr so gleichgültig? Geht ihr zu Hause auch mit euren Sachen so um und lasst überall den Dreck liegen? Wenn das so ist, naja, dann tut er mir nur noch leid. Ne? Aber auch so tut ihr mir leid. Ne? Denn wenn man so gleichgültig solche Expeditionen macht und der Nachwelt dann nur noch Scheiße hinterlässt, dann passt irgendwas im Kopf nicht. Ja, und ja, ey, hört auf, sucht euch ein anderes Hobby, macht sonst was, aber lasst einfach diese Locations in Ruhe und versaut nicht alles. Ja, das muss ich einfach mal loswerden, weil das hat mich jetzt so angekotzt, was wir bei unserer letzten Befahrung da vorgefunden haben. Das ist nicht normal. Ne? Wie gesagt, und hier mal ein Bierfläschchen hinstellen. Ich weiß sowieso nicht, wie man in der Grube ein Bier trinken kann. Das mache ich zu Hause beim Grillen oder sonst was. Ja, aber nicht, wenn ich so eine Befahrung mache. Und wenn ich es denn doch mache, weil ich den Stoff brauche, ja, dann packt es wenigstens wieder in euren Kasten rein und schleppt den wieder mit raus oder wie auch immer. Naja, das wollte ich nur mal loswerden und Chipstüten oder was weiß ich nicht, meine Ecke feuern, das muss auch nicht sein. Ich bin ja froh, dass da unten nicht noch
der Witzka-mäßig Graffitis rausgehauen werden. Okay, die paar Pfeile und die da dann überall mal an Fels gesprüht werden. Klar, die haben ihren Sinn. Hinweise auch auf Blindstollen und. Das ist schon ganz okay. Aber ja, dann andere Sachen passieren da unten nicht, weil die Leute sich da wahrscheinlich nicht reintrauen oder die Zugänge nicht kennen. Naja, ne? Deshalb alle, die sowas machen, die Profis machen es ja sowieso nicht, aber naja, okay, es gibt auch welche, die da wirklich mit Ortsangaben hantieren. Ey, erzählt keinem, wo ihr seid, benennt keine Stollen, keine Namen, ja. Filmt keine Eingänge direkt und. Da kommen nur Idioten an, wollen da auch rein und hinterlassen dann eventuell genau das, was wir gerade, ja, selber vorgefunden haben und was ihr hier am Anfang des Videos gesehen habt. Ja, das wollte ich nochmal loswerden. Jetzt werde ich ein bisschen mein Arbeitszimmer aufräumen, werde hier ein bisschen rumdaddeln. Es ist Sonntag. Ja, wünsche euch einen schönen Sonntag und würde sagen, bis später mal. Ne? Haut rein. Tschüss.